Hey Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal und heute mit der lieben Anna hier. Nicht Hallo. wundern, ich habe ein Kühlpad auf meiner Backe, weil es sieht gerade aktuell so aus. Anna unterstützt mich heute, denn ich kann mich nicht wirklich zeigen und da dachte ich mir, ich mache ihr schönes Braut-Make-up. Und ich dachte mir, ich gebe ihr so ein bisschen Inspiration, was sie so an ihrem großen Tag machen könnte. Ist es schon bald soweit? Ja, Mitte Juli und ich habe mir zwar schon so ein paar Ideen rausgesucht, aber du bist ja auch immer so schön geschminkt. Ich glaube, du könntest mir da nochmal so ein bisschen Input geben. Ja, deswegen würde ich mal sagen, viel Spaß beim Zuschauen und am Ende des Videos könnt ihr auch gerne noch bei Anna vorbeischauen. Was machen wir bei dir? Da werden wir ein paar kleine DIYs machen. Ich brauche nämlich noch so ein bisschen Unterstützung für meine Hochzeit. Für Gastgeschenke und Taschentuch, Freudentränen, Einsteckhüllen und sonstiges. Ja, oh, ich bin schon richtig gespannt, weil du hast ja immer so richtig coole Dekos. Yes. Okay, viel Spaß beim Zuschauen. Oh, so. Da sind wir. Oh mein Gott. Leute, sorry, wir haben leider die ersten Schritte nicht aufgenommen, aber ich habe bis jetzt nur von Love den Primer hier verwendet und von Maybelline die Fit Me Foundation, auch Luminous. Wir haben eigentlich gerade nur darüber gequatscht, eigentlich über so viele Sachen. Voll viel interessante Summen. wir haben darüber gequatscht, dass ich noch nie bei ihr war und das werden wir dann ändern, wenn wir das DIY-Video bei ihr drehen. Genau. Ob du dein Kleid schon hast für meine Hochzeit? Stimmt, genau. Wir fassen mal kurz zusammen. Ich habe gesagt, ich habe mein Kleid noch nicht, aber ich werde mir wahrscheinlich eins leihen. Als Zusatz benutze ich den Hollywood Flawless Filter von Charlotte Tilbury und das ist so ein richtig, richtig schöner Foundation-Zusatz, sag ich mal. Jetzt auch ein bisschen, damit ich das abdunkeln kann, weil es nicht ganz ihre Farbe ist. Und das kann man so benutzen, damit man nochmal so eine richtig tolle ebenmäßige Base bekommt. Ich finde das auch immer so krass, wie du geschminkt bist. Du bist so zu Hause und mega krass geschminkt. Machst mir eben die Tür auf. Ich denke mir so, okay, du hast deine OP. Du siehst bestimmt so voll schrecklich aus. Und ich denke mir so, okay. So bin ich wahrscheinlich nicht mal von der Hochzeit geschminkt. Mega gut. Ich liebe das aber voll. Aber ich kenne das auch. Ich schmink mich auch einfach gerne so. Und die auch so, um runterzukommen, in den Tag zu starten und so. Ich mag das auch echt gern. Bevor ich so ein bisschen Angst habe, dass halt irgendwas schief geht, dass das Essen nicht rechtzeitig fertig ist. Genau, oder die Hochzeitstorte runterfällt oder keine Ahnung was. Es gibt ja irgendwie so viel, was so passieren kann, aber ich denke, ich habe so viele Leute, die mir helfen auch an dem Tag. Ja. Aber ein Tipp von Anna, plant rechtzeitig eure Hochzeit. Auf jeden Fall. Ich habe ja erst an Silvester den Antrag gekriegt und jetzt, 7 Monate später, heiraten wir schon. Das ist echt so verrückt. Am Anfang dachte ich mir so, ja gut, wir heiraten halt im Sommer. Was gibt's denn zu planen? Ja. Okay, du brauchst ein Kleid, du brauchst eine Torte, du brauchst Ringe. Ja, und jetzt auf einmal sehe ich, was alles zu planen ist. Das ist krass, das denkt man gar nicht. Überhaupt nicht. Also alle sagen immer, man braucht schon so ein Jahr, also wirklich so ein komplettes Jahr für die Planung. Ich denke mir so, warum? Schon. Ja, das ist so krass, weil du denkst dir halt so, ja okay, du brauchst eigentlich nicht so viele Sachen, aber die ganzen Entscheidungen, die du treffen musst, das ist alles so zeitaufwendig. Auch mit der Band, wir haben jetzt eine Liveband, die auch bei uns spielt und dann wollen die halt Songs von dir haben, die sie einstudieren sollen, welche du unbedingt hören möchtest und dann durchforstest du halt irgendwie so halb YouTube und halb Spotify, um dann halt wirklich die perfektesten Songs zu finden, die halt auch Bezug zu euch haben und so, das ist halt echt. So, ich benutze jetzt von NARS den Creamy Radiant Concealer und decke damit einfach so ein bisschen was ab. Ein bisschen viel ab. Genau, mit der Band hatte ich ja gerade erzählt und ich finde es halt auch schwierig. Du musst halt so Entscheidungen treffen wie, welches Lied wird gespielt, wenn du in die Kapelle einschreitest oder zum Altar schreitest oder welches Lied wird gespielt beim Hochzeitstanz und so. Das sind halt alles so mega wichtige Entscheidungen, finde ich, die du halt auch irgendwie nicht so von einer Minute auf die andere treffen kannst und möchtest. Und hast du das jetzt aber alles festgelegt? Nee. Irgendwie habe ich das Gefühl, es steht noch gar nichts so. In 4 Wochen ist die Hochzeit. Nee, die Kleinigkeiten stehen halt noch nicht. Ja, genau. Aber so eigentlich das meiste ja schon. Hattest du mal Nasenpiercing? Ja. Sieht man voll, ne? Nee, das ist eigentlich gar nicht so doll. Aber mir fällt das jetzt gerade erst auf. Das wollte ich unbedingt haben. Wie alt warst du da? 14. Durfte man das schon? Ja, ist ein Piercing, ne? Ja, doch. Also mit der Einverständniserklärung von den Eltern schon. Und meine Mama meinte, ich wollte das damals auch immer haben, deswegen darfst du es. Voll die Lashes gebackt hier. Ich wollte mal bei Douglas ein Praktikum machen. Von der Schule aus in der 9. Klasse. Ich hab's gemacht. Echt? Ja. Weil die waren alle so unfreundlich zu mir. Ich bin da reingegangen mit meiner Praktikumsmappe so, hallo, ich bin in der 9. Klasse, mein Name ist Anna und ich würde gerne ein Praktikum machen. Und was haben die gesagt? Und dann meinten die so, nee, brauchen wir hier nicht. Und ich so, okay.
Was ist besser, Cream oder Powder? Cream sieht natürlicher aus. Echt? Mhm. Leute, wir machen eine kleine Planänderung. Nach Cream-Contouring. Ja, dann sieht das Gesicht nicht so cakey aus, weißt du? Mhm. Bisschen cakey sieht man immer aus. Ja, ich habe es unter den Augen einfach immer. Dann machen wir weiter mit Cream-Contouring. Ich benutze hier die Urban Decay Shapeshifting Palette. Auch nur ganz, ganz leicht. Einfach nur, damit wir nachher nicht zu viel Puder, Bronzer und Contouring benutzen müssen. Ich mag das auch voll, wenn mir jemand die Haare macht oder beim Friseur oder so. Ja. Ich bin immer so, Ich mag es beim Friseur, wenn die Haare gewaschen werden. Apropos Friseur, müsste ich auch unbedingt nochmal hin vor der Hochzeit. Oh, ich muss irgendwie wieder ein bisschen abschneiden. Und ich bin gerade am Überlegen, ob ich jetzt, ich habe ja dieses Balayage drin. Wie so ungefähr jeder. ob ich das jetzt weiterhin mache, also ob ich mir das nochmal hochziehen lasse. Oder jetzt komplett einmal rauswachsen lasse, weil ich hatte wieder überlegt, so ein bisschen natürlicher zu werden. Also ich trage die ja eigentlich immer offen, ja. Auch so im Alltag. Und ich glaube, es wäre komisch, wenn ich die dann so komplett hochgesteckt hätte. Stimmt. Ich würde bei dir auch nie hoch, also ich sehe dich nicht in hochgesteckt. Boho-mäßig? Genau, ja. Also wir werden wahrscheinlich so ein bisschen was wegstecken. Nicht ganz so streng weggesteckt. Ja, genau. Das auf gar keinen Fall. Das passt einfach nicht zu mir. Das sieht auch schon mal schön aus. Cheekbones Goals hast du. Ich werde immer gefragt, ob die operiert sind. Got it from my mama. Und mein Bruder got it auch von meiner Mama. Ist manchmal voll freaky, wenn ich so eine Brille trage, eine Sonnenbrille. Und dann so extrem lache, dann rutscht die mir einfach so hoch. So wirklich so komplett über die Augen. Echt? Weil die Wangenknochen dann halt so hoch gehen und dann... Krass. Es gibt so Fotos von mir aus dem Urlaub, da sehe ich wirklich aus wie so ein Hayopai. Ein was? Ein Hayopai. Was ist das? Was sagt der Tim immer? Also wie so ein Idiot oder so. Ach so. Sowas in der Art heißt es. Weiß ich nicht. Wisst ihr, ob das Kölsch ist? Ich komme jetzt immer zu dir morgens. Jetzt werde ich auch ganz noch weniger Puder benutzen als vorher. Mhm. Auch als wir unser Probeessen hatten, boah, Tim ist wirklich fast umgekippt. Wirklich? Der hat so geschwärmt, der meinte, das ist das beste Steak, was ich jemals gegessen habe. Und ich so, okay. Du so vor als Vegetarier, mega unbegeistert. Ja, ich hatte so ein Gemüsespieß, ich so, bestes Gemüse. Krass, also wie so eine Hochzeit auch ans Geld gehen kann, oder? Ja. Also das fängt ja schon bei der Entscheidung an, was man isst und was im Catering man... Voll. Hast du da Tipps für die Zuschauer zum Beispiel, wie die sowas organisieren können oder wie man sowas finanzieren kann? Also ich würde auf jeden Fall erst eine Hochzeit planen, wenn man halt auch ein bisschen was angespart hat, auf jeden Fall. Also wir haben uns am Anfang ein Budget gesetzt, das war ganz gut. Das hat bei weitem leider nicht ausgereicht. Man denkt sich so, es ist nur einmal im Jahr und deswegen sagt man so, okay, komm. Da können wir nicht sparen. Einmal im Leben meinst du, ne? Einmal im Jahr, jeden Tag einen anderen. Jedes Jahr einen anderen heiraten. Das ist halt wirklich so. Du denkst dir so, du heiratest nur einmal im Leben. Und irgendwann denkst du dir auch nur so, am Anfang habe ich gedacht so, komm, nee, wir vergleichen jetzt nochmal. Und die Location ist günstiger, aber die gefällt uns besser. Wir gucken uns jetzt doch besser nochmal 5 weitere an. Und irgendwann, je näher die Hochzeit rückt, desto egaler ist dir eigentlich alles und du sagst einfach nur noch so, ja, nehme ich, bezahle ich, mache ich. Das ist halt echt, weil du willst halt einfach, dass der Tag perfekt ist und ja, du willst halt einfach den Tag mit deinen Liebsten verbringen, mit Freunden und Familie. Ja, aber es wäre auf jeden Fall wichtig, sich trotzdem so ein Hochzeitsbudget zu setzen, dass man sich halt nicht komplett verzettelt und halt auch wirklich Abstriche macht, ne? Dass man sagt, okay, wir haben jetzt nicht hier eine Flower Wall für Fotos und hier jetzt nochmal einen Traubogen für Fotos und da jetzt auch nochmal irgendwie ein Fotobooth oder so, sondern dass man halt wirklich sagt, wir machen eins von denen, das, was uns am besten gefällt. Und voll. Als nächstes benutze ich von Love den Bronzer. Das ist so ein Blurring Bronzer, das soll auch so weich zeichnen. Jetzt zauber ich dir ein bisschen Farbe ins Gesicht. Ein bisschen Farbe, das wollen wir auch noch kriegen vor der Hochzeit. Boah, das sieht mega flawless aus hier. Boah, ich meine, wir sitzen schon seit einer Stunde an der Base. Ja, heftig, ne? Aber das ist ja eigentlich echt so das Wichtigste, ne? Ja. Ich mache mir immer so richtige Balken irgendwie mit meinem Pinsel. Nee, es geht einfach darum, dass du die Haut so kaum berührst und einfach nur so rüberstreichst. Also ich mache jetzt nicht so... Ja, stimmt. Sondern ich gehe nur so ganz, ganz leicht rüber und baue dann auf. Deswegen dauert das auch so lange. Die sitzt hier schon seit einer Stunde, ganz geduldig. Echt? Sitzt hier echt schon eine Stunde hier? Ich weiß nicht, vielleicht auch nur eine Dreiviertel. Da kommt mir gar nicht so vor. Ich brauche ja auch noch so ein Bügelbrett, wo ich mich ausbreiten kann. Ja, den Tipp mit dem Bügelbrett habe ich von dir. Ich ziehe jetzt deine Augenbrauen nochmal nach mit dem Revolution Pro Augenbrauenstift. Ihr seid doch relativ früh zusammengezogen. Nach einer Woche. Crazy. Aber die Sache ist, wir kannten uns ja auch schon seit 9 Jahren. Okay, jetzt kennen wir uns seit 9 Jahren. Als wir zusammengekommen sind, kannten wir uns seit... ja, so 6 Jahren ungefähr.
Also Tim war halt kein Fremder für mich. Ich benutze erstmal die Huda Beauty Palette und zwar erstmal diesen neutralen Ton, damit ich dein Augenlid neutralisieren kann. Boah, ich liebe die Palette. Und diesen hellen Ton benutze ich auch immer. Wenn du eine Palette verwendest, benutze die auch immer so ganz lange und ganz oft. Voll. Und dann irgendwann von einem auf den anderen Tag wechsle ich dann einfach zu einer anderen. Und dann benutze ich die andere gar nicht mehr. Ja, so nie wieder. Ja, voll komisch. Aus der Anastasia Palette benutze ich jetzt diesen Schokoladenton hier. Die habe ich tatsächlich auch, die Palette, wenn wir gerade auf. Also bis jetzt kann ich den Look von den Augen her noch nachschminken zu Hause. Und das trage ich in tupfenden Bewegungen erstmal in die Crease auf. Erstmal baken. Zwar nur hier außen hin. Ist noch so vor unverblendet. Dann gehe ich nochmal in die andere Huda Beauty Palette, in die Farbe Shy. Boah, die ist so schön, die Farbe. Dann gehe ich einfach so da drüber. Würdest du dich eigentlich auf deiner Hochzeit selber schminken? Ja. Dann gehe ich jetzt in den Concealer rein, werde das Augenlid ein bisschen sauber machen. Ah, hier apropos Haare, ne? Nochmal so. Brautfrisur und so. Das finde ich so krass. Habe ich letztens mit meiner Tortenmacherin drüber gequatscht. Sie macht normale Tortenpreise, also klar für Material und so weiter und halt für den Aufwand. Und sie meinte, sie lässt halt nicht nach Event bezahlen, weil es gibt so oft so Anbieter, gerade nur wenn die das Wort Hochzeit hören, schlagen die halt den doppelten oder dreifachen Preis drauf. Stimmt. Das ist einfach so krass. Und sie meinte, sie will halt so versuchen, dagegen anzukämpfen. Und sie meinte, wenn jetzt zum Beispiel jemand für einen Geburtstag eine dreistöckige Torte haben möchte, die aussieht wie eine Hochzeitstorte, dann verkauft sie die für den gleichen Preis wie die Hochzeitstorte selbst. Weil, also, man bezahlt ja nicht nach Event, sondern halt einfach nach Aufwand und nach Material. Und genau das Gleiche war jetzt auch mit der Hochzeitsfrisur. Eine Freundin von mir hat letztes Jahr geheiratet. Und das war so krass. Die hat sich von 2-3 Friseuren ein Angebot reinholen lassen oder von Stylisten. Und die meinten alle, oh, für die Hochsteckfrisur, das kostet mindestens 300 Euro für deinen Tag. Ne? Und sie so, okay, krass, weil es ist jetzt halt nicht, eigentlich nicht so aufwendig. Und die so, ja, Hochzeitsfrisur ist immer so aufwendig und so teuer. Und dann ist die zu einem Friseur gegangen, hat dem genau das gleiche Inspo-Bild gezeigt von der Hochsteckfrisur und hat gesagt, ich bin auf einem Event eingeladen, ich würde gerne die Frisur haben, wie teuer ist das? Und der so, ja, 40 Euro. Oh mein Dann ist sie zu dem Friseur gegangen am Tag der Hochzeit, hat sich die Frisur machen lassen für 40 Euro und die anderen hätten alle 300 bis 400 Euro dafür haben wollen. Krass, das ist ne? so krass, sobald die nur das Wort Hochzeit hören, ist direkt so, okay, alles klar. Jetzt gehe ich in die Farbe Angelic und werde das auf das Augenlid auftragen. Das ist ein schöner rosa Schimmer, der passt ganz gut zu ihr. Ich liebe die Farbe. Voll schön, ich sehe es hier in dem Bildschirm. Passt voll gut zum Hintergrund. Ich muss mir das Video auf jeden Fall nochmal angucken, wenn es online ist. Speichern und immer wenn ich ein gutes Make-up brauche, dann gucke ich mir das an. Stimmt, weil du hast ja dieselben Paletten. Dann gehe ich in die Farbe Moondust und trage das einmal hier oben auf und komplett einmal runter. Und dann nehmen wir jetzt nochmal den Ton, weil man den anderen nicht so gut gesehen hat. So, jetzt probieren wir es mal mit den Huda Beauty Sascha Wimpern. Ich muss die erstmal ranhalten und gucken, ob es gut aussieht. Ja, dann tuschen wir mal die Wimpern. Hier benutze ich von Love die Illusion Eyes. Aber machst du das öfter, dass du jemanden schminkst? Das früher nur gemacht. Ja, weil das ist so mega professionell. Also auch, dass du so dieses Ding hier benutzt und so. Ja, das ist damit ich das nicht gleich, sonst hast du die gleichen Fleck. Ja, da ist ja direkt so ein Loch. Nee, aber auch so die Handgriffe, die du so drauf hast und so, das wirkt schon alles so. Das ist 4 Jahre Douglas. Ich habe auch echt wieder überlegt, ob ich so ein Wimpernserum wieder anfangen soll. Oh. Ich habe bei meiner Cousine gesehen, die hat so normal lange Wimpern gehabt eigentlich. Und jetzt hat die so ein Serum benutzt. Ich habe die jetzt gestern auf meinem Junggesellenabschied gesehen. Boah, die sah aus, die hatte einfach Wimpern. Ja, das ist richtig krass. Wow. Crazy. Boah, was das für ein Unterschied ist, ne? Wenn so ein Auge gar nicht geschminkt ist und das andere so Power auffällig. Wir haben jetzt leider keine Wimpernzange, sonst hätte ich die Wimpern noch so ein bisschen mehr aneinander geklebt. Aber ihr könnt euch das bestimmt vorstellen. Boah, krass, wie das aussieht. Voll heftig. Ich fliege gleich weg mit den Wimpern. So. Aber so ein bisschen, also ich finde gerade so die Augen müssen bei der Hochzeit schon betont sein. Ja, aber ich würde überlegen, ob du wirklich falsche Wimpern machst auf der Hochzeit. Weil wenn du weinst, dann sind sie weg. Ja, das stimmt. Ich hatte mir schon überlegt, vielleicht so kleine Einzelne, weißt du? Halt wirklich nur so außen so ein paar Einzelne. Ne? Ich hatte ja letztens schon mal so ein Probe-Make-up mit Art Deco auch zusammen. Ah ja. Und die haben mir da auch Wimpern drauf geklebt. Die haben so feste gehalten. Also ich habe wirklich gedacht, ich habe jetzt wie so eine. Das ist der Permanentkleber. Hast du mit diesen Einzelbüscheln? Mhm. Ja, das ist der Permanentkleber. Der geht erst nach 7 Tagen ab. Oh.
oh, ich habe mir die abends rausgerissen. So. Ich so, au, 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 die müssen noch abgehen. Nee, das sind die, die 5 Tage halten. Ach, krass. Jetzt gehe ich in den Ton Amber. Nach oben gucken? Ja. Dann gehe ich nochmal in den ganz hellen Ton hier und trage das in den Innenwinkel auf. Da habe ich das auch immer, wenn ich so hoch gucke und dann kommt die Wimperntusche so da dran. Stimmt, ja. Wenn ich das nicht abhole, habe ich da immer so Pünktchen. Augen-Make-up ist fertig. Yay. Von Revolution benutze ich jetzt den Vivid Baked Highlighter. Favorite part. Ja. Das ist so ein richtig schöner champagnerfarbener Highlighter. Das finde ich auch voll schön. Das ist mein Lieblingston, finde ich. Ja, Champagner. Ja, weil das wirkt auch voll gut, wenn man so ein bisschen Bronzer drauf hat. Ja, das ist noch so das Natürlichste, finde ich, ne? Und von Love benutze ich jetzt das Blush Mint Blush. Und das ist so ein Weichzeichner-Rouge. Und wir wollen ja alle schön weich gezeichnet haben. Voll am Glänzen. So, jetzt kommen die Lippen. Lippen sind immer sowas, wenn es einem nicht gefällt, kann man es immer super schön machen. Ist echt so, okay, nö. Und als Lipliner verwende ich die Farbe Ever. Und von Huda Beauty benutze ich die Liquid Lipsticks in der Farbe Bombshell und Angelic. Und die metallischen Sachen verschmieren auch nicht so schnell. Mm, das stimmt. Aber das ist so krass, das sieht so richtig flawless aus hier. Guck dir das mal echt an. Und als letztes benutze ich noch den Dewy Gel Glow von Love und gebe das auf die Lippen. Oh mein Gott, das sieht so cool aus. Ich habe es ja da schon in dem kleinen Kamerabildschirm gesehen. Krass, aber dieses Rosa dazu habe ich gar nicht gesehen im Innenwinkel. Ja, wenn man das noch ein bisschen mit den Wimpern noch ein bisschen natürlicher macht, ich hatte leider keine anderen hier, dann würde es, glaube ich, richtig cool aussehen. Oh mein Gott, das sieht so cool aus, wirklich. Das ist so dieses Make-up, was ich sonst immer bei dir sehe oder auf irgendwelchen krassen Veranstaltungen bei so Beauty-YouTubern oder so. Denken wir mal so, boah, wie kriegen die das hin? Und jetzt hast du es auch mal. Krass, das ist wirklich richtig schön. Oh, das freut mich. Also würde ich mal sagen, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Schaut unbedingt bei Anna vorbei. Da haben wir ein richtig cooles DIY gedreht, wo ihr so Hochzeits-DIY-Deko sehen werdet. Hier kommt ihr dann zu 2 meiner letzten Videos. Hier könnt ihr mich abonnieren. Links und so weiter findet ihr alles in der Infobox. Checkt unbedingt Anna aus. Sie macht richtig, richtig coole Videos. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.